Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Und mal sehen, tut sich hier was? Nee, leider nicht. Ich hatte schon gehofft, dass hier irgendwie mal wegen dem Hafen was kommt, aber zu früh gefreut. Dann müssen wir erstmal andere Dinge tun, zum Bleistift ein bisschen Holz fällen. Wir haben zwar eigentlich im Moment auch genug Holz, aber egal. Man muss ja irgendwas tun, bevor die Handelsgilde überhaupt aufmacht. Wir sind also in höchster Not und wir haben hier zwei Leute, die sich mit uns treffen wollen oder so. Ey, wo bist du? Jo. Och Mist, sie kann ich nicht zählen. Hahaha, Pinky, habe ich einen Schiff noch für dich dabei? Ich weiß es gar nicht. Wieso habe ich keinen Fisch? Nyeh. Katastrophe. Und Higgins ist mir jetzt wieder voraus. Nein. Ich kann Higgins doch nicht vorlassen. Hä? Wo ist Higgins? Ach, da ist Higgins. Ich bin doch schneller. Ui, das klingt gut. Ein Stahlträger fürs Dorf. Ja, mache ich gerne. Das gibt ordentlich Kohle. Das mag ich. Muss ja nicht immer Freundschaft geben. Einmal das dicke Geld machen mit einem ganz schnöden Stahlträger. Vom Wasserträger zum Stahlträger. Das gefällt mir. Meine Karriere in einem Satz. So, hier mal rüber und da mal rüber und mal Stahlträger. Ah ne, da muss hier irgendwo was gemacht werden, ne? Gucken wir einfach mal. Stahlträger haben wir doch sicherlich irgendwo. Da ist ein Stahlträger. Oh, der braucht doch ein bisschen was. Stahlrahmen, Eisenholzstiele, Eisenholzstiele und Bronzerohr. Ja, Bronzerohr haben wir gerade greifbar. Das ist schon mal schön. Da haben wir es doch. So, den Rest kriegen wir auch noch hin. Holz war hier irgendwie. Eisenholzdielen. Ja, auch komm, die habe ich mehr als genug. Dann brauchen wir Stahlrahmen. Wo sind die Freundchen denn? Das ist Stahlhülle. Nein, ich brauche nur die Rahmen. Zack. Jawohl. Zack, die Bohne. Komm, den brauche ich gerade nicht in Einzelsitz. Achso, ja, da kann ich so. Zack, einen wegwerfen. Brauche ich nicht. Bei mir ist richtig Rockefeller. Ich werfe einfach das Zeug weg. Was wollte ich noch? Das wollte ich, genau. Ich erinnere mich dunkel, dass da was war, ja. Haha. Fertig ist die Laube. Und der Albert will noch immer was von mir. Oder hast du irgendwas Berufliches zu sagen? Nö, hat er nicht. Na dann lasse ich ihn mal abblitzen. Da ist ja mal wieder einiges angekommen. Aber ich möchte natürlich erst mal meinen Auftrag abgeben nach nicht mal so 2 Stunden. Das ist doch mal angenehm. Und fertig. Ich finde, dafür hätte ich noch einen richtig fetten Bonus bekommen müssen. Oh ja, ist der mysteriöse Mann hier. Nein, aber auch die Katze nicht. Shit. Ich wollte doch auch der Katze mal was mitnehmen. So, mal sehen, ob ich irgendwas für Le Katze habe. Genau, da wollte ich doch mal nachschauen. Irgendwas habe ich doch sicher. Und Carbon-Stahlbarren, die habe ich auch. Nee, aber ich wollte hier so Fisch. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So saftig süß. Kaiserklingenfisch zum Beispiel. Davon habe ich mehr als genug. Die nehme ich doch mal gerne mit. Und
Oi. Da ist ja schon einiges hier am rumrödeln. Nee, das ist in Ordnung so. Jetzt muss ich... Oks, du wärst doch wohl nicht hier einfach in Tonnen rumwühlen. Schäme er sich. So, da ist Pinky. Der Pinky und der Brain. Fisch. Och, nur 6 Beziehungsplus. Das ist natürlich schade. Für so eine kaiserliche Klingenfischgedöns ist das ein bisschen wenig. Aber Pinky, folgt mir. Na, kriegst nicht genug Fisch, wa? Miau, miau. Miaut genau. Ah, da ist die Sam. Die können wir auch mal schnacken. Okay, sie immer mit wissenschaftlichen Erklärungen gekommen. Warum nicht? Aber. Fangmenü. Zurückholen, genau. Ich würde ja auch eigentlich das... Ja, das Ding ist zurückgeholt. Dann baue ich... Das hier kann weggeworfen werden. Genau, brauche ich nicht mehr. Denn wir bauen hier die Tierfalle 2.0. Da muss ich das hier irgendwo anders hinbauen. Nee. Oder muss ich hier irgendwie so... platzieren. Nee. Wieso kann ich da nicht... Oder muss ich die woanders platzieren? Ich hab doch keine Ahnung. Wieso kann ich das Ding nicht aufstellen? Ach, da. Platzieren, ja. Ah, okay. Ich brauche noch Ginseng und Apfel. Ja, das geht in Ordnung. Gucken wir doch, ob wir das irgendwie hinbekommen. Wäre gelacht, wenn nicht. So, ich brauche noch Apfel und Ginseng. Das war unter Essen? Fragezeichen. Apfel, ja. Und dann hier der goldene Ginseng. So, dann können wir gleich mal loslegen. Aber erstmal knödeln wir mal ein paar Lamas nieder, damit überhaupt das fette Ding kommt. Die fette Elke quasi. So, komm, ein bisschen Kacke geht auch immer. Und das ist der Scraps, den darf man nicht verwechseln mit den Lamas, auch wenn der relativ ähnlich aussieht. Och, und die Lamas tollen um den Bus herum, kennen keine Angst. Kam die Musik da gerade vom Bus? Ich glaube ja, das klang so ein bisschen nach Eismann-Musik. Oha, da ist Scraps unterwegs. I'm a Scrap Man, ba-ba-da-bo. Ba-ba-ba-da-bo. Di-bi-di-bi-di, ba-ba-da-bo. I'm a Scrap Man. Und? Ist hier irgendwo das... Wo ist denn das... Das dicke Ding muss doch irgendwo mal sein. Ach, Kines. Platzieren! Ja, jetzt muss nur irgendwie das fette Ding reinkommen. Thank you.
auf Beute warten. Ja, ich warte ja schon mein Leben lang quasi. Ja, muss doch. Ist das irgendwie schon für diese Woche finito oder was? Ah, da ist so ein großes Ding, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich es vorher anlocken muss oder nicht. Gibt es hier irgendeine Anleitung? Fangmenü. Ah nein, 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 nein. Baumwolllama, ja. Scheiße. Da ist das Ding. So, platzieren. Ach, ich muss morgen dann nachsehen. Okay. Morgen nachsehen. Nicht vergessen. Dann vergesse ich es doch wieder. Ich kenne mich doch. Ich bin doch so ein Lump. So, aber apropos Lump. Ich möchte mich nicht lumpen lassen, sondern mal lieber... Hey, die Mai ist unterwegs. Mit neuer Energie, weil sie jetzt weiß, wo ihr Platz ist. So gehört sich das. Und zwar direkt in unserer Mitte. So, dann galoppeln wir einfach nochmal hier so schön rein. Denn wir haben doch noch ein paar Sammlungen, die wir gerne komplettieren wollen, beziehungsweise Artefakte, die wir komplettieren wollen. Und deswegen gucken wir mal, ob wir weitere Teile für die Katze finden. Ach, man merkt so gar nicht, dass ich Katzen mag. So, wollen wir doch mal kurz Lucky-Lucky machen. So, und von hier aus können wir uns hier reinbuddeln. Ja. Oh, das ist schon mal sehr nah. Sehr bodennahe Sache, das Ganze. Nehmen wir einfach mal. Und von dort aus sehen wir, wie es weitergeht. Ein Bonsai, Teil 1. Bonsai Teil 1, das klingt irgendwie auch so nach so einer Buchtrilogie. Die Tribute von Bonsai. Oder James Bonsai. Oder Bonsai Noon. Ach, die Möglichkeiten sind unendlich. Schreibt ruhig gerne auch eigene schlechte, vor allem schlechte Bonsai-Witze, beziehungsweise Wortspiele, unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob dieser Aufruf so gut von mir war. Wir werden es ja erfahren, ob da kreative Sachen kommen oder ob da überhaupt was kommt. Das ist ja die Frage, ob ich euch für so einen Blödsinn überhaupt begeistern kann. Eigentlich ist das schon schlimm genug, dass ich euch damit malträtiere. Aber wieso soll ich euch immer quälen? Ihr könnt mich ja auch mal quälen. Das ist nur gut und billig. Vor allem billig. So. Ich will mich doch auch mal bespaßen lassen. Das sieht mir nach einem Chip aus. Oh, ich kenne mich voll aus, du. Was? Oh, eieiei. Eieiei. Da gehen wir hin. Da sind wir dabei. Das ist prima. Prima Ballerina. So, muss ich mal ein bisschen hocharbeiten. Ja, die Beförderung winkt. Ich arbeite mich hoch. Und... Hey. Ah, verlassener Raum. Da sollte ich mal reingehen.
ich fühle mich hier so verlassen. In dem Raum. Ein Sofa. Und in der Truhe ist ein Anfängerhut und... Wieso ist mein Inventar wieder voll? Habt ihr Lack gesoffen? Das kann nicht voll sein. Das geht nicht. Das ist ein Unding. Scheibenkleister. Och ne. Ihr wollt mich doch hier verkacktüdeln. Ich weiß nicht mal, was da rumliegt, deswegen... Ach. Anfängerhut brauche ich nicht. Geht auch weg. Topas, ja, kann man gebrauchen, muss man nicht. Sammeln wir noch ein Dingsbums hier ein und dann müssen wir mal gucken, was sich hier noch so alles findet. Kein Platz im Inventar. Ach, geht doch weg. Nö, dann können wir auch genauso gut gehen. Also wenn da nichts ist, dann selbst schuld. Ja, es ärgert mich aber. Wie kann das schon wieder voll sein? Ich habe doch erst letzte Folge ein bisschen geleert. So ein Scheißendreck. Kann man nichts bei machen. Manchmal will einen das Spiel so ein kleines bisschen ärgern. Da war ich so voller Tatendrang und Entdeckergeist und überhaupt und allgemein. Und dann wird mir so ein Riegel vorgeschoben. Wenn es zumindest ein Schokoriegel gewesen wäre. Aber nee, das war hier so dieser blöde Metallriegel. Wobei Gajil von Fairy Tail, der hätte sich auch über einen Metallriegel zum Naschen gefreut. Aber das ist eine andere Geschichte, meine Lieben. Das ist eine andere Geschichte. So, hoffentlich kommt da irgendwie ein Tierchen rein. Müssen wir am nächsten Tag einfach mal nachgucken. Aber erstmal, genau, Dinge ablegen. So, irgendwas, was ich hier wieder loswerden muss. Zum Beispiel das, zum Beispiel das. Und ach, machen wir mal munter weiter. Das und war es das schon? An verarbeitetem Metall. Na, ich habe hier noch Rohmaterial. Habe ich das hier? Dann habe ich Magnesiumpulver. Ja, das geht auch mal. Dann habe ich noch. Habe ich Teile? Ich weiß nicht, ob ich Teile habe. Muss ich mal sehen. Teile, ja. Nehmen wir den Ofen einfach mal als Teil. Ist ein großes Teil. Ein altes Becken. Ich glaube nicht. Ja, Essen haben wir ein bisschen was an Zeug. Das geht doch immer. So, Zitronenlimonade kann man auch essen oder zumindest trinken. Regenbogenblumen, wo waren die denn? Wir machen mal hier Bauernkram, auch noch das rein und... Ja, komm. Das muss erstmal reichen. Wir brauchen unbedingt eine neue Kleiderbox. Die ist, glaube ich, derzeit wichtiger als fast alles andere an Kisten. So, aber ich sage erstmal meinem Pferdchen Tschüssikowski. Kann ja nochmal kurz hier interagieren, indem ich es streichle. Ja, brave Epona. Immer treu ergeben. Und nochmal, weil es so schön ist. Aber das muss für heute reichen. Man soll es ja nicht übertreiben. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn ich es hoffentlich selbst nicht übertreibe. Bis dann allerdings, ciao, ciao ihr Lieben, wir sehen uns.